So, ich hoffe, jetzt klappt's. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich dieses Video anfange. Einmal habe ich schon komplett zu Ende gedreht und muss das wieder löschen, denn man hat mich nur bis hier gesehen oder so. Ich hoffe, jetzt sieht man mich, man hört mich und alles ist gut. Ich möchte euch heute von unserer Erfahrung erzählen, wie wir oder Bernd das, den Gasanschluss von der Straße bis zu unserem Haus hier in Ungarn beantragt hat. Ich dachte, das könnte für den einen oder anderen Häuslebesitzer hier in Ungarn oder auch in Deutschland interessant sein. Ich erzähle euch jetzt nur so unsere Erfahrung heute. Ich weiß nicht, ob es komplett in Ungarn so ist. Also wir sind hier halt im Gebiet Zala. Wir haben das beantragt in Zala-Egerszeg bei E.ON. Und das war ein bisschen knifflig und tüftelig, aber es hat am Ende geklappt. Also wir haben es beantragt, wir haben es jetzt noch nicht, das dauert natürlich. Ich fange einfach mal an. Also Bernd ist nach E.ON gefahren, nach Zala-Egerszeg und hat dort schon mal Anträge vorab bekommen. Die haben gesagt, dass er die halt schon mal ausfüllen soll, weil man kommt nur mit Terminen dort rein. Durch Corona bedingt ist es halt so, dass man erstmal nur mit Terminen reinkommt. Und bei uns war das Problem, wir hatten den Grundbuchauszug nicht, also Bernd ist alleine hingefahren, nicht dabei, einfach nicht dran gedacht, keine Ahnung. Und deswegen musste er sowieso noch zum Grundbuchamt auch und einen aktuellen Auszug von unserem Grundstück holen, dass auch wirklich wir die Besitzer sind. Und dann hat er das alles mitbekommen, die Anträge, und hat einen Termin für den nächsten Tag bekommen. Dann haben wir die Anträge zu einem Übersetzer gebracht, dass er die ausfüllt, weil wir es halt auch richtig haben wollten. Und damit bewaffnet und mit einer Kopie von meinem Ausweis ist Bernd dann am nächsten Tag zum Grundbuchamt nach Zala-Egerszeg gefahren, hat einen Auszug geholt von unserem Grundstück und er hat es auf dem Computer gesehen. Und es schien auch alles richtig zu sein, also unsere Namen, unsere Adresse, jedes Grundstück hat hier so eine Nummer. Die Nummer war alles richtig und dann wurde es halt ausgedruckt. Und das hat dann 30 Euro gekostet, weil wir halt diese schnelle Version genommen haben. Man kann das auch so machen, dass man, keine Ahnung, ich glaube 1000 Forint oder so dann bezahlt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel das dann kostet. Dann muss man halt 2-3 Tage darauf warten, auf diese beglaubigte Abschrift. Und wenn man es halt sofort haben möchte, dann kostet es halt 30 Euro umgerechnet. Und da wir es halt sofort brauchten, haben wir halt die teure Variante genommen. Und dann ist Bernd halt damit nach E.ON gefahren und hat festgestellt, nee, er hat mir ein Foto geschickt per WhatsApp von diesen Auszügen. Und ich habe halt geguckt, so, und habe gefragt, was ist das? Weil das war halt alles einfach nur auf Ungarisch. Irgendwelche Namen waren da drauf zu sehen und so. Und dann hat er in dem ruhigen Moment halt auch nochmal drauf geguckt. Und dann ist ihm aufgefallen, das ist nicht unser Grundbuchauszug, das ist irgendein anderer Grundbuchauszug. Hinterher hat sich dann rausgestellt, das war gegenüber von unserer Adresse. Wie auch immer sich das dann so verschoben hat vor dem Ausdrucken im Grundbuchamt. Also, jetzt war ja dann die Zeit auch schon etwas knapp. Ich glaube, eine halbe Stunde hatte Bernd noch Zeit, bis der Termin bei E.ON dann war. Das ist ja nichts für mich hier in der Mitte, Wespen. Also eine halbe Stunde hatte er noch Zeit, ist dann zurück zum Grundbuchamt gegangen. Und dann war die Frage, ja, muss man jetzt nochmal 30 Euro bezahlen? Weil eigentlich war es ja das Richtige, aber ist man jetzt verantwortlich dafür, das direkt nochmal zu kontrollieren nach dem Ausdrucken? Aber das ging dann Gott sei Dank, dass sie das nochmal ausgedruckt haben mit unserem Grundbuchauszug. Also das war alles dann okay. Das hat Bernd dann bekommen, ist dann schnell nach E.ON, damit er seinen Termin noch einhalten kann. Und dann war auch soweit alles in Ordnung. Außer, da ich ja mit im Grundbuch stehe, hätte die Vollmacht von mir dabei sein müssen. Die hatte Bernd leider nicht. Nur mein Ausweis, die Kopie hat leider nicht gereicht. Die wollten was Schriftliches haben. Also ist er wieder nach Hause gefahren und hat einen neuen Termin bekommen. Also dann war halt das Wochenende dazwischen. Er war freitags da und hat dann den Termin für montags bekommen. Morgens direkt, 8:30 oder so war das dann. Und dann habe ich gesagt, ich komme jetzt mit einfach, weil dann ist wieder irgendwas, komme ich halt mit. Dann sind wir wieder dahin gefahren und da sind halt so Securities
an der Tür, weil man durfte dann halt, ich durfte nicht mit rein, es darf immer nur einer rein wegen Corona. Und die kannten den dann schon, den Bernd. So, ja, alles klar. Dann ist Bernd halt alleine reingegangen und dann hat das alles geklappt. Also er hat ja jetzt beantragt, dass wir Gasleitung von der Straße bis zum Haus bekommen. Und das wollten wir unbedingt in diesem Ungarn-Aufenthalt ins Rollen bringen, denn das dauert einige Zeit, bis sie das dann machen hier in Ungarn. Also vielleicht ist es auch in Deutschland so, das weiß ich nicht, aber es dauert halt einige Zeit. Und es ist jetzt zur Zeit bei uns noch, also umsonst, das übernimmt halt E.ON, wenn das von der Straße bis zum Grundstück ist. Danach natürlich sind wir verantwortlich und wir haben gedacht, wir machen das lieber jetzt, bevor jetzt nächstes Jahr oder so neue Gesetze kommen und dann muss man das selber bezahlen. Ja, deswegen wollen wir es unbedingt diesen Urlaub in Angriff nehmen und das haben wir getan. Und ja, dann muss halt, wenn das endlich gelegt ist, also das Gas bei uns am Grundstück ist, die Leitung, müssen wir einen Architekten beauftragen, der eine Zeichnung macht, wo diese Gasleitung dann am Haus entlang führt, außen, und wo sie dann ins Haus geht. Wir werden ja dann später die Gastherme über Gas, also Gastherme über Gas haben, logischerweise, Heizung und Warmwasser. Und wir möchten gerne einen Gasherd haben hier in Ungarn. Wir wollten das immer schon haben, als wir vor 2,5 Jahren unsere neue Küche in Deutschland gekauft haben. Wollten wir auch gerne einen Gasherd haben, aber ja, das ging leider nicht, weil wir halt keine Gasleitung im Haus haben oder in der Wohnung haben. Und Gott sei Dank haben wir da nichts gemacht, da wir ja jetzt auch in Deutschland ausziehen aus dieser Wohnung. Haben wir aber gesagt, wenn wir hier in Ungarn dann unser Haus fertig machen und sanieren und alles, dann möchten wir gerne einen Gasherd haben, weil wir es total toll finden, halt auf Gas zu kochen. Und wenn das halt jetzt noch 1-2 Jahre dauert, dann ist das nicht schlimm, weil wir haben zu Hause so Induktionsherdplatten, die man in die Steckdose steckt. Und wenn jetzt unser Haus bezugsfertig ist, bevor das Gas am Haus ist, dann benutzen wir halt einfach diese Induktionsplatten. Es ist jetzt natürlich so, wenn noch kein Gas am Haus ist, dann haben wir auch kein fließend warmes Wasser bei uns am Haus. Da müssen wir dann schauen, wie wir uns behelfen, weil wenn es komplett eingerichtet ist, würde ich natürlich, also es wäre für mich kein Hindernis, wegen kein fließend warmes Wasser, nicht dort zu schlafen. Das kann ich mir auch kochen und dann in die Badewanne oder zum Waschen. Also es geht immer irgendwie. Da würde ich nicht nochmal hier in der Pension schlafen. Also sobald unser Haus fertig ist und eingerichtet ist, grob, würde ich da übernachten, bevor ich in die Pension gehe. Einfach, weil wir so lange darauf gewartet haben. Da würde ich mir irgendwie behelfen. Also da würde ich mir überhaupt gar keine Sorgen machen wegen warmem Wasser. Auch nicht, wenn das Baby da ist. Also so eine Babybadewanne mit warmem Wasser voll zu kriegen, das wäre ja wirklich das kleinste Problem. Und ich sag mal jetzt eine Waschmaschine oder so, die heizt von alleine, und kochen, da brauche ich auch kein warmes Wasser für. Es wäre halt wirklich nur fürs Waschen. Und da kann ich mir mit einem Wasserkocher oder auf, wir haben dann so eine Küchenhexe in der Küche stehen, also so wie früher die Oma, mit Holz könnte man das machen oder auch heizen. Wir haben 2 Öfen später bei uns im Haus. Die Schornsteine sind ja neu gemacht und also da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Das wäre wirklich ein Luxusproblem. Und wir sind ja auch nicht im tiefsten Winter hier. Das wäre halt der Sommerurlaub und da reicht mir fließend kaltes Wasser. So, und ja, jetzt habe ich auch schon weiter erzählt. Also nicht nur, dass wir den Gasanschluss beantragt haben, sondern auch, wie es weitergeht bei uns am Haus. Es geht nächste Woche bei uns weiter am Haus. Es ist jetzt auch seit dem letzten Hausupdate, was ich euch gezeigt habe, ist auch schon ein bisschen was weitergegangen. Am Montag nächste Woche gehen wir halt hin zum Haus. Bernd hilft dann auch ein bisschen was mit. Ich werde ein bisschen für euch filmen, wenn es mir möglich ist. Mal schauen. Entschuldigung, weil wir ja natürlich nicht alleine dort auf der Baustelle sind und ich kann ja nicht einfach die fremden Menschen da alle filmen. Deswegen muss ich gucken, inwieweit das Filmen möglich ist. Aber ich versuche natürlich wenigstens hinterher dann euch die Fortschritte zu zeigen. Und ja, was wir gelernt haben hier in Ungarn, ist natürlich geduldig zu sein. Auch wenn ihr uns in die Kommentare immer schreibt, das ist nicht normal, dass das so lange dauert. Und das ist alles Schrott, was wir machen lassen und so. Es ist manchmal schwer,
weiter zu filmen und das zu zeigen für die Menschen, die unser Projekt interessant finden und uns nette Kommentare zu schreiben. Das habe ich halt auch in dem letzten Hausupdate wieder gemerkt, dass so viele haben nett geschrieben und für euch mache ich auch diese Hausupdates und diese Videos, weil ich das halt, ich hätte sowas total gerne gesehen, wenn, bevor wir halt in Ungarn ein Haus gekauft haben. Ich hätte es total interessant gefunden. Und ich habe aber, oder wir haben auch so viele blöde Kommentare wieder bekommen, dass ich überlegt habe, dass ich beim nächsten Hausvideo einfach die Kommentare deaktivieren werde. Vielleicht, weil ich es so doof finde. Es ist wirklich doof. Das sind ja auch meistens immer dieselben, die so negative Kommentare verfassen unter unseren Haus in Ungarn Videos. Da habe ich überlegt, ob ich die einfach blockieren soll. Das wäre wahrscheinlich das Logischste, weil dann können die, die uns gerne schauen, weiter kommentieren. Und die Blöden, die blockiere ich einfach nächstes Mal, glaube ich. Ich überlege mir das noch, ich weiß es noch nicht. Ich möchte ungern aufhören damit. Ja, weil, wie gesagt, ich hätte es halt mega interessant gefunden, bevor wir nach Ungarn hier gekommen sind. Vorher haben wir uns ja auch für Paraguay interessiert und da haben wir halt, jetzt heißt der Kanal Sebena, glaube ich, ja, geschaut. Die sind nach Paraguay gegangen, weil wir uns auch für Paraguay interessiert haben. Und ich fand das super interessant, was sie da gemacht haben. Auch wenn das jetzt nicht so unsers gewesen wäre, ne? Die sind halt so wirklich ganz auf dem Land. Die haben sich da ein paar Hektar Regenwald geholt und haben sich da so eine Baracke hinbauen lassen. Das wäre jetzt mir zu autark gewesen, obwohl ich das Landleben mag. Aber trotzdem habe ich das total interessant empfunden. Und ich hätte da niemals hingeschrieben, so ihr seid doof, weil ihr was anderes macht als wir. So. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, einige können das bestimmt nachvollziehen. So, okay. Jetzt wisst ihr, wie es weitergeht bei uns am Haus. Und wir müssen gucken, wann wir das nächste Mal auch nach Ungarn fahren. Ich bin ja schwanger, wie einige von euch wissen. Und im Januar 2021 ist Entbindungstermin. Und wir wissen noch nicht, ob wir in den Osterferien 2021 wieder nach Ungarn fahren oder erst in den Sommerferien. Das würden wir spontan schauen. Ich meine, das letzte Säuglingsbaby, was wir hatten, ist jetzt ungefähr 10 Jahre her. Es wird erstmal ein großes, einschneidendes Erlebnis sein. Und ja, unser Leben wird sich komplett geändert haben, wenn wir das nächste Mal hier in Ungarn sind. Wir werden ein neues Baby haben, ein neues Familienmitglied. Wir werden umziehen in der Zeit. Also wir ziehen ja aus der Wohnung aus in ein Haus. Also alles, unser ganzes Leben wird sich geändert haben, wenn wir das nächste Mal hier sind. Es kommt eine ganz aufregende Zeit. Ja, das seht ihr ja alles hier auch auf diesem Kanal weiterhin. Und deswegen wissen wir jedenfalls noch nicht, wann wir wieder nach Ungarn kommen. Aber auf jeden Fall 2021, wenn nicht Corona wieder alles dicht macht. Gut, meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen und würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!